Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Dead in Bermuda. So, wir gucken jetzt mal, was es Neues gibt. Es gibt, oh, da unten gibt es was zu erkunden. Korb des Fischers. Untersuchen. Der Geruch von was auch immer in diesem Fischkorb ist, lässt deine Nase bluten. Okay. Scheint ja sehr geil zu sein. Durchsuchen. Wer will diese Aktion ausführen? Aber... Kämpfen, Schleue suchen. Suchen ist da ganz schlecht. Ah, wobei, oder ist Suchen, je niedriger, ist besser. Also sonst würde ich einfach mal sie nehmen. Ah, es geht auf Schleue. Fehlschlag. Monster-Tacke. Oh, so, jetzt kommt so ein Riesenkrabbe einfach raus. Okay, wir haben doch etwas rausgeklaut. Frischer Fisch, Fischköder, nice. Zurück zum Lager. So, erschöpft. Erschöpft und Depression. Also sie geht auf jeden Fall zum Lagerfeuer. Er geht zum Lagerfeuer. Buah. Erschöpfung, Objekt benutzen. Finger hoch um 5%, minus Verletzung, Fischen, Herstellen, Diskussion. Okay. Man kann aber jetzt gerade Depressionen nicht irgendwie verringern. Grill etwas Fisch. Die Mausgeschwindigkeit ist echt so hoch in diesem Spiel. Feuerintensität geht runter. So. Jetzt haben wir 100 Feuer. Das passt wieder. Du gehst jetzt hier mit in den Dschungel. Fräulein. Und der Boy hier geht in den Dschungel. Er ist ja der Überlebenskünstler. Vor dem Herrn. Verletzt. Ja, komm, du kannst jetzt mal wieder hier da ein bisschen was machen. Kannst da mal an der Werkbank was gucken und du auch. Werkstatt, wähle eine Anleitung zum Herstellen, Schlafbereich, Werkzeug sammeln. Oh, jetzt haben wir kein Holz. Oh, wir brauchen auch noch Dingens. Okay. Dann machen wir jetzt mal Go. Jetzt wird wieder gesammelt. Suchen. Holz. Ein Seil. Zwei Seile. Mahlzeiten. Komm, jetzt brauchst du euch. Frischer Fisch. Schmerzmittel. Pralinschachtel. Okay, Erschöpfung. Was haben unsere Boys hier? Handwerk haben es bekommen. Erschöpfung ist hoch. Fluss erforschen. Strand, ist klar, einen neuen Bereich entdeckt. Dschungel. Verfassung plus 1, Erschöpfung. Level 2, oh. Was kann ich jetzt mit ihm hier machen? Info. Eigenschaften. Gutes Auge. Wanderer-Fan. Diese Fähigkeiten entwickeln sich schneller. Ach so. Ah, ich kann ihm das Level geben. Okay, er ist echt einer, der so erforschen kann. Also würde ich ihm jetzt erforschen auf 50 machen. Und Schleue hoch machen, alles klar. Bei den anderen kann ich nichts machen. Beziehungen. Er hat natürlich zu ihr. Er hat zu ihr nicht so. Okay. Also die und ihr Vater, die sind echt beide voll die krassen. Topfit, Iron Man.
Dissliche entwickeln sich schneller. Verfassung. Heilfaktor. Okay. Treuer Freund. Wissensschwach. Depression. Okay, den also kochen lassen, aber den nicht lernen lassen. Willensstark. Und Jäger. Alles klar, ist auch gut. Positiver Geist, starker Antikörper, nice. Sie ist auch Wanderer-Fan, dann sollte ich die eigentlich schicken statt der Tochter. Alles klar, dann nehmen wir doch die Tochter mal lieber weg. Das sind die Tochter hierhin. Dann kann die Tochter mal suchen. Und sie ist hier, alles klar. Jetzt gehen wir mal da untersuchen. Oh, da ist die Machete. Nehmen. Nice. Das war einfach. Er ist also wissensschwach. Vielleicht sollte ich die beiden einfach austauschen, dann kann er suchen. Okay, wähle eine Anleitung aus. Werkzeug sammeln. Wir haben jetzt Holz, wir haben alles, was wir brauchen. Alles klar, dann kann ich ja jetzt mal Go machen. Noch mehr Seile, Mahlzeiten. Kaum essbares Zeug. Depression steigt, ist klar. Holz verbraucht, Machete verbraucht, Axt. Oh, die Sehrschaft, die mussten wir auf jeden Fall ins Lagerfeuer setzen. Wir sind alle mittlerweile sehr erschöpft. Nice, neuen Bereich entdeckt. Schöpfung geht ein bisschen, bei ihm auch ein bisschen und bei ihm schon etwas mehr. Alice. Alejandro, wo kommst du her? Sorry, ich muss gerade das Mikro mal ein bisschen verschieben und versperrt mir das die Sicht des Textes. Ich habe geglaubt, dass ich schon ein Leben lang dort gelebt habe, wo ich arbeite. Aber ich komme ursprünglich aus Barcelona, in Spanien. Hast du Familie dort? Eine Frau? Kinder? Nein. Ich war mit meiner Arbeit verheiratet, aber ich habe viele liebe Freunde zu Hause. Ich wollte sie alle drücken. Es ist schon 10 Jahre her, dass ich zu Hause war. Das ist traurig. Ein nett aussehender Mann wie du, in guten Verhältnissen, die Mädchen müssten eigentlich Schlange stehen. Er sieht ein bisschen aus wie ein verwahrloster Penner, aber... Ah, ich hatte einige Freundinnen, wenn du das wissen wolltest, aber die richtige habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht war die Zeit dafür noch nicht reif. Oder vielleicht hattest du auch nur Angst, aber mein Lieber, ich bin mir sicher, dass du die richtige noch finden wirst, wenn wir von ihr wegkommen. Ich wäre hoch erfreut, wenn mein kleines Mädchen sich einen Gentleman wie dich aussuchen würde. Ich sehe mich schon für meinen Enkel Socken stricken. Also komm, ja, der sieht so aus wie so ein verwahrloster Mongo hier. Okay. Ja, wenn wir von ihr wegkommen, das ist der Haken. Effekte, plus 10. Alice Meinung über Alejandro. Oh, er ist schon krass depressiv hier. Also der Dude kriegt ja erstmal richtig was Geiles zu snacken. Er auch. Ich meine, der Stuff muss ja schließlich weg. Keiner mehr Hunger. Na komm, das Kind auf. Können nichts mehr, na gut, schade. Gut, weiter. Vollintensität, okay. 2 von 3, bla bla bla. 1 von 3. Von deinen 3 kaum essbaren Zeug haben sich verringert und verdorben Nahrung. Und das ist so kaum essbarem Zeug. Alejandro ist sehr depressiv und erschöpft. Ist erschöpft, ist schlecht gelaunt, sehr erschöpft und geschwächt. Oh, Julia ist schlecht gelaunt und geschwächt. Hier geht's alle nicht so geil. So. Oha. Sprich mit dem verrückten alten Kauz. Beschreibung. Alter, was ist das so laut?
Ein merkwürdiger alter Mann sitzt in einer Meditationshaltung direkt vor dir. Er scheint so lebendig zu sein wie ein Felsen, der scheint dich nicht bemerkt zu haben. Oder es kümmert ihn nicht. Du bemerkst deine hellblaue Haut und den langen, verkohlten Bart. Du kannst das Bild eines aufgetauten, verrückten Weihnachtsmanns nicht ausblenden. Es ist so laut, ne? Durchsuchen. Nein. Da steht ja unterhalten. Ich unterhalte mich jetzt mit ihm. Diskussion. 52. Ich glaube, mit ihr geht das ganz gut. Ein Mensch. Also sind wir nicht allein auf dieser verdammten Insel. Mit großen Erwartungen versuchst du mit dem alten Kauz zu sprechen. Du versuchst sogar, ihn anzuschreien, aber nichts hilft. Er rührt nicht einen verkohlten Finger. Deine Hoffnung hat die Luft aufgelöst und du willst gehen, um darüber nachzudenken, was du deinen Genossen sagen sollst. Als der Kerl auf einmal anfängt, Kauderwelt aus zufälligen Worten zu murmeln. Nachdem du eine Weile versucht hast, ein Wort aus seinem Mund zu verstehen, bezweifelst du, dass eine Kommunikation mit ihm möglich ist. Du sitzt neben ihm. Moment, ganz ehrlich, ich muss mal kurz nochmal leiser stellen. So. Nachdem du du sitzt neben ihm in der gleichen Position wie er und schließt die Augen. Du versuchst mit dem Fluss der Worte eins zu werden und sie beginnen vorsichtig deinen Kopf zu fließen. Eins am anderen. Schon ein bisschen komisch. Wie von einer höheren Kraft besessen, tauchst du in ein Meer aus Wörtern, erreichst den Boden und holst drei Muscheln an die Oberfläche. Auf den Muscheln siehst du drei Worte in einer unbekannten Sprache. Sie wurden mit Blut geschrieben. Dennoch verstehst du sie. Du erwachst aus deiner hypnotischen Trance mit den Worten die Prophezeiung, Suchen und Liebe im Kopf. Oha. Okay. Da können wir noch nicht hin. Nein. Prüfe Wasserstände. Okay, wir müssen. Wir haben nicht so viele Früchte, leider. Die ist nämlich schon vollkommen fertig. Objekt benutzen. Minus 20 Depressionen. Die Depression von noch irgendwem gerade sehr hoch. Ah, von ihm hier. Werkzeuge sammeln. Komm, einmal geht noch. Machen wir jetzt die Nacht halt nichts mit den Bücherdingen hier. Okay, wir haben Stuff gefunden. Das erhöht sich Erschöpfung etc. Handwerk erhöht sich halt jetzt nicht so mega viel. Repression geht runter. Klar, super. Hobbyangler. Ziffer entwickeln sich zweimal schneller. Ist ja nice. Dschungel erforscht. Mein Bereich. Strand auch gut. Verfassung. Schöpfung ist halt hoch. Also. Zum Lagerfeuer. Zum Lagerfeuer. Okay. Zustand ist noch sehr gut. Zum Lagerfeuer. Diesmal wird hier. Oh, warte mal, was konnte man hier irgendwas noch machen? Zustand. Ja, gut, komm. Einmal geht. Feuerintensität erhöhen. Alles klar. Und wer ist denn gerade am erschöpftesten? Okay, sind alle erschöpft.
Aber Depression hält sich bei allen in Grenzen. Ja, wobei er ist krass depressiv hier hinten. Objekt benutzen. Okay. Plus 5 Fischen. Verletzung ist halt. Aber es ist keine Verletzung, oder? Schaut es nicht so aus. Krankheit, ja gut. Doch, er ist verletzt. Er ist nicht offen. Dann benutze ich mit ihm nochmal die Schmerzpillen. Okay, und mit ihm hier benutze ich jetzt nochmal dieses Fishing-Ding hier. Das ist ja jetzt richtig krass, der Angler. So. Einziges, was wir jetzt machen, ist quasi. Ja, nix. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal einen Tag machen, damit die Depression so einfach runtergeht. Krankheit erhöht sich langsamer. Der Typ ist eigentlich der Allrounder für alles hier. Jetzt kommen die Gespräche wieder. Bob! Wer war dieser verrückte alte Kauzen mit den Antennen? So schnell ein anderes menschliches Wesen auf der Insel zu finden, war wohl großes Glück. War er überhaupt lebendig? Ich habe mich nicht getraut, nach seinem Puls zu fühlen. Da war diese seltsame Aura um ihn herum. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Er schien eine Art Meditation zu sein. Tot oder lebendig, er hat uns nicht viel geholfen. Ich würde sogar sagen, er war komplett nutzlos. Wenn du es mich auf meine Art machen lässt, werde ich ihn sicher zum Reden bringen. Wir sind nicht mal in deiner gemütlichen, geschützten Welt. Das musst du berücksichtigen. Was hat er da vor sich hingemurmelt? Wir haben nur die Worte Liebe finden und Prophezeiung klar verstanden. Es kann ein Hinweis auf etwas sein. Wir sind nicht in einem von deinen dummen Fantasy-Büchern. Das hier ist die Realität. Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Das ist die Krone menschlicher Weisheit. Boy, dude, er hat geredet! Moment, Leute. Das könnte unsere einzige Hoffnung sein. Lasst uns die Gegend absuchen und alles untersuchen, was mit diesen Worten zu tun haben könnte. Okay, Effekte Depression geht runter. Ist klar. Meinung von, okay. Alles klar. Die ist am wenigsten hungrig, sie bekommt dann das zu essen hier. Und das hier muss ich verteilen, weil sonst wird es halt schlecht. So, alle haben krass was gesnackt. Jetzt geht's weiter. Volle Intensität, okay. Kurz Inventar, ein netter Korb. Das sind hier verdorbene Nahrung. Okay. Na, Wasserfass ist gerade nicht mehr so viel da. Okay. Das ist schon komisch. Irgendein armer Kerl hängt vor dir. Sein linker Fuß ist mit einem robusten Seil gefesselt. Der Kerl ist seltsam angezogen. Seine Kleidung bedeckt seine ganze Haut. Er hat so viel Kleidung an, dass er nicht einmal ahnen kann, ob sich darin noch ein Körper befindet. Schleue. Wer hat die höchste Schleue? 64. Ja, nicht sie. Ja, nice.
Als du das Seil durchschneidest, fällt der Körper auf den Boden und ein Schwarm von Maden fliegt aus der Kleidung direkt auf dich. Du kannst es nicht vermeiden, einige zu und musst dich gleich darauf übergeben. Du kämpfst lange um deine Fassung, selbst nachdem du alle Maden losgeworden bist. Hungrig? Ja, davon kriege ich auch immer Hunger. Schmerzmittel, verfluchte Verdummung, verfluchte Halskette. Suchen, Level 2. Stoff. Ja, ein Verlobungsring ist definitiv das, was ich dabei erwarte. Aber teilweise muss ich, so wie ich es gerade einfach sagen, dass das Spiel manchmal echt zu laut ist. Werkzeug. Das ist ganz nützlich. So. Alles klar. Könnten wir irgendein. Wir könnten Erschöpfung. Hat irgendeiner wenig Erschöpfung? 39, die hier unten. Depression. Wir könnten sie eigentlich noch einmal studieren lassen, jetzt die Nacht oder den Tag. Und sie könnten wir jetzt eigentlich nochmal das Flugzeug durchsuchen lassen. Irgendeiner könnte hier mal bauen, der Schöpfung auch nicht so hoch hat. Bei Moment. Wer hat denn Fähigkeiten Handwerk hoch? Handwerk. Am höchsten ist das bei Juri. Juri ist natürlich schon sehr erschöpft. Aber Juri ist ein guter Handwerker. So. Juri. Na komm, Juri. Komm, sitz mit. Das machen wir mal den Tag über. Sie findet halt Stuff, ne? Okay. Forschung, das ist wichtig. Die unterhalten sich alle. Depression geht runter, was sehr wichtig ist. Erschöpfung geht ebenfalls runter, aber halt nicht so viel. Wer denn hier das wär's denn bei Forschung hoch? Erforschen ist alles, also mit Forschung, Mental, Intelligenz, Werkzeuge erforschen. Das wird ja jetzt für mich unter Wissen gehen, wegen dem Lesen. Diskussion, also Wissen, Medizin. Sie ist halt da sehr hoch und da sie jetzt eigentlich, weil das Wissen. Medizin. Medizin ist wichtig, glaube ich. Aber Wissen ist auch hoch. So, einfach mal. Hell. Okay. Alle auf mental bezogene Fähigkeiten entwickeln sich schneller. Da, es gibt Gespräche. Hey Bob, könntest du mir hier bitte zur Hand gehen? Wir müssen all das Zeug von hier nach da transportieren. Kannst du mir helfen, wenn du nichts zu tun hast? Hä? Nein, ich habe nichts zu tun. Wie Sie wünschen, Boss. Danke, aber ich bin nicht dein Boss, Bob. Es hört sich aber ganz danach an. Alejandro, kannst du einen Moment hierher kommen? Jakob und ich können uns nicht auf einen Plan für morgen einigen. Wir benötigen deine Meinung. Und bitte schnell. Jakob sagte, dass er geht, wenn wir keinen Kompromiss finden. Okay, Alice, beruhige dich. Ich komme. Tut mir leid, Bob. Kannst du dich um den Rest kümmern? Danke. Ich hatte daheim schon einen Boss. Jetzt habe ich zwei. Ich hasse diese Sorte Typen. Ey, der pisst sich gerade voll ein, obwohl er eine genug nochmal gefragt hat.
Das erinnert mich an Studium. Sie wollen immer die Ersten sein und die großen Sensationen. Niemand kümmert sich wirklich um sie. Es ist wohl einfacher zu reden und jeden herumzukommandieren, als selbst die Sachen zu tragen, hä? Du hast jedes Mal eine gute Ausrede. Aber er hat doch gefragt, kannst du mir helfen, das hier rüberzutragen? Und dann pisst er sich an, dass er ihn rumkommandieren würde. What the fuck einfach nur, bist du vollkommen behindert, du Mongo hier. Alter Vater, ey. Oh Mama, ich muss ein bisschen rumweinen. Tja, viele Dinge zahlen wir natürlich nicht, ne? Das, sorry Leute, mehr Nahrung gibt es nicht. So, sie ist Level abgegangen. Beziehungen? Alejandro und Yuri, ja gut. Generell. Soll nicht topfit. Mental, intelligent, Medizin, Wissen. Na. Okay. Das muss eher so eine schlaue sein. Diskussion kann man erhöhen. So ist uns okay. Er ist auch Level 2. Den kann man aber noch das ein bisschen ändern. Diskussion ebenfalls. Die ist Level 1, er ist Level 1 und 1. Okay, er ist höher. Fischen hat er sowieso schon ultra hoch. Fassung ist gut, okay. Alles klar. Aber Erschöpfung etc. Wir müssen jetzt auf jeden Fall jemanden haben, der schön das Boot durchsucht. Die ist eigentlich eine Wanderin. Er ist, was war nochmal seine Dingens hier? Fähigkeiten, Stärke, Verfassung, Suchen ist hoch. Das ruft mein Vater mich gerade an. Ich kann das dran zu gehen. Die beiden müssen gehen, die eigentlich. Also kann er theoretisch jetzt das Flugzeug durchsuchen. Erschöpfung ist jetzt hier nicht mehr so hoch, das ist wichtig. Und wer weiß noch klug? Wissen, Medizin. Also eigentlich ist der Boy auch noch ganz gut in sowas. Der könnte theoretisch auch noch hier... Hey. So, er könnte auch noch da hingehen. So, nein, nicht Werkstatt. Dschungel. Nein. Du gehst noch hier mit hin. Und du gehst auch mit hier hin. Du mal in die Werkbank. Ich meine, es ist, mir ist schon klar, dass das hier jetzt nicht also super effektiv ist, ne? Weil, ja. So, Zustand, okay, easy. Feuerintensität muss mal gesteigert werden. Wir brauchen auch bald Wasser, sonst sind wir hier richtig am Sack. Ja, ist... Oh. Der hat zwar rostige Antennen und Stahlstangen gesammelt, aber sie bewegen sich nicht von der Stelle. Hinter ihm findest du einige Flaschen in Form einer durchsichtigen Flüssigkeit. Du entscheidest dich, die alle mitzunehmen. Er reagiert immer noch nicht. Ah, okay.
Gehen wir mal zurück. Hier war nichts mehr. Aber man findet jetzt hier auch nichts Neues, wo man schon war, richtig? Nein. Da können wir noch nicht hin. Ja, dann werden wir mal Go machen. Gucken, erst Level Up, Seil, Mahlzeiten, Erste Hilfe, nice. Ja, Handwerk, Beschreibung. Wir haben etwas hergestellt, Schlafbereich, das wird uns definitiv weiterhelfen. Wir haben einen Ort eingerichtet, an dem wir auch tagsüber ein wenig Schatten haben, sodass diejenigen aus unserer Gruppe, die am meisten erschöpft sind, ein Nickerchen machen können. Du kannst nun bis zu 3 Charaktere die Aktion ausruhen. Perfekt. Danke, Boys. Nice. Stärke. Ja, Erschöpfung ist hoch. Wissen. Level 2. Nice. Forschung. Beschreibung. Wir brauchen einige Werkzeuge, um Früchte zu ernten. Früchte sind einfach zu pflücken und wir können Saft aus ihnen machen. Herstellung von Früchtekorb. Oh, er ist auch erschöpft. Erforschen. Okay. Alles klar. Nice, nice, nice. Tja, eigentlich sind alle krass erschöpft, ne? Weil sie ist halt echt krass erschöpft. Ja, sie muss auf jeden Fall Schlafbereich. Wer ist hier am meisten erschöpft? Ja, die halten sich noch in Grenzen. Man kann aber mit ihm mal... Willensschwach. Depression erhöht sich schneller, hat man irgendwie. Okay, wegen verletzter Agilität veränderter Wert 18. Minus 3 für veränderter Agilität ernten, kochen, Mahlzeiten trocken. Okay, Schleuer. 81% die Chance von wilden Tieren angegriffen zu werden erhöht sich außerhalb des Lagers. Achso. Effektiv beim Suchen. Die Diskussion muss auf jeden Fall bei dem höher werden. Damit der jetzt hier nicht der Vollmongo bleibt. So, sie hat schon einen guten Medizinstand, aber ich finde, Wissen müssen wir ja auch noch höher. Forschen ist ihm relativ egal bei der, Jagen ist auch egal bei der. Verfassung kann man nochmal einen höher machen. Diskussion kann man auch nochmal höher machen. Das haben wir alle durch. Okay. Fertig. Dafür brauchen wir 18 Holz. Alles klar. Also ich kann ja 3 Leute schlafen lassen. Dann lasse ich jetzt ihn hier zum Schlafbereich schicken. Und er ist auch sehr im Arsch, dann ihn auch zum Schlafbereich. Okay, jetzt haben wir 2 neue Dingens. Ein X, okay. Untersuchen. Beschreibung. Da ist ein großes X auf dem Boden gemalt. Dein Piratinstinkt sagt dir, dass hier etwas vergraben worden ist. Das, oder ist es eine Falle? Ja, gut, aber die, die am schlausten ist, das ist eigentlich sie, oder? 61, ja, eigentlich sie, dann lass sie das mal gucken. Du gräbst dir bloß den Händen ein Loch und findest eine kleine Holzkiste. Du öffnest sie eilig und erwartest goldene Juwelen, was mir nicht bringen würde. Aber du hast etwas noch Wertvolles gefunden. Eine ganze Reihe von schönen getrockneten Würsten, perfekt erhalten. Richtig geil. Oh, die ist jetzt echt krass erschöpft. Alles klar, dann würde ich mal sagen, go go Gadget. Er findet Holsterboy. Nice, nice, nice. Handwerk, Handwerk. Okay, sie wird als nächstes pennen und er auch. Plus Intelligenz, Erschöpfung, okay. Sehr gut. Oh, das ist auch sehr geil. Sie muss aber noch eine Runde hier sein. Okay. Das ist jetzt die letzte Nacht, Leute, ne? Danach ist die Folge zu Ende. Okay, Diana.
Achso, ich denke das gerade, okay, ja. Du weißt jetzt, dass du ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen solltest. Sag etwas Nettes zu ihm. Hi, also. So, hast du eine Frau? Ob ich eine Frau habe, sprich nicht über etwas, von dem du nichts verstehst, Kind. In diesem Leben kannst du dich nur auf dich selbst verlassen. Zumindest dann, wenn du nicht betrogen werden willst. Wow. Samantha nahm ihre Tasche und verschwand eines Morgens. Ich habe sie verfolgt, habe aber dann ihre Spur verloren. Nur eine Spionin könnte keinerlei Spur hinterlassen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß, dass sie mir hinterher spioniert hat. Ich bin kein Trottel. Ich habe nur einen Fehler gemacht und den werde ich nicht wiederholen. Also nein, ich habe keine Frau. Du hast keinen Freund. Also wirst du allein in dieser Hölle sterben. Und ich werde überleben. Weil ich vorbereitet bin. Wenn mich nicht wieder jemand betrügt. Wow. Erst wird dem 16-jährigen Kind sagen, dass es hier sterben wird. Nice, Bro. Aber das werde ich nicht zulassen. Okay, er ist ein Psycho. Keine solche Idee mehr. Ja. Nice. Läuft ja. Premium. Okay, das verdirbt nicht. Das kann ich also immer wieder machen. Wir haben nur das eine zu essen und wer hat am meisten Hunger? 38,33%. Also kriegt der Dude die erstmal das zu snacken. Und die, die am meisten haben, 30, 29, 29, 28. Tja. Komm, ihm geben wir auch nochmal was. Es bringt halt nichts, wenn die Leute halt hungrig sind, ne? Jetzt haben wir da nichts mehr, aber gut. So, ein neuer Tag beginnt. Dann, Leute, sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Schreibt mir doch, was ihr von dem Spiel haltet und wie es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dankeschön. Ciao.